Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Planetary Annihilation Titans. Ich möchte hier noch so ein paar Reste aufräumen, so diese vier, bevor ich die beiden großen Dudes da platt mache. Fangen wir doch mal an. Irgendwann muss ich mich natürlich den Endgegnern stellen, aber vorher noch an Tech raussammeln, was ich kriegen kann, ist eine ziemlich coole Idee. Ich hätte auch mal gucken sollen, was ich für Tech habe. Ich habe schon wieder vergessen. Naja. Was passiert? So. Das dauert auch mal wieder eine Weile. Na komm. Na? Da habe ich ja wirklich Auswahl. Schmiergelsand. Ernsthaft. Schmiergelsand. Und Curtis. Ein Gegner. Ah, komm. Landing sequence activated. Ja. Klar, mein Kollege spawnt natürlich auf dem gleichen Scheißplaneten wie ich. Super, wenn der Gegner jetzt auch noch hier sitzt, ist alles gut. Naja. Ach so, Power. Mehr Power. Irgendwie bin ich nicht so begeistert. Aber immerhin habe ich jemanden, der schnell scouten geht. Die bauen ja ziemlich flott Scouts und ja, da ist ein Scout. Und finden raus, wer noch so hier sitzt. Jetzt noch nichts aufgetaucht. Fliegt er die Massepunkte ab? Scheint fast so. Ah, ich sollte daran denken, Dinge zu bauen. Okay, wir scheinen hier allein zu sein. Also, allein zu zweit halt. Brauche ich auch nicht loslegen und hier großartig Militär bauen. Also schon, aber ich brauche die Maschinen eigentlich noch nicht starten. Also die Fabriken. Nicht, wenn hier ein super Planet ist, den man ausbeuten könnte. Aber das dauert alles so langsam. Was fehlt mir denn? Metal. Mir fehlt Metal. Das geht vielen so. Hatte ich nicht noch einen geschickt, um hier
vielleicht. Das sind auch ein paar wenig Kraftwerke, die ich hier gebaut habe. Naja. Das sind auch ganz schön wenig Baufahrzeuge, die ich da habe. Hauen wir da mal rein. Mist, ich kann ja gar kein Storage bauen. Naja, das ist nicht so schlimm. Wichtiger ist ja, meine Wirtschaft am Laufen zu halten, wenn ich gerade Dinge baue und nicht vorzusorgen für dann, wenn ich Dinge baue. Oh, Junge. Fünfeinhalb Minuten. Das sind Zeiten, wo ich Gegner schon fast ausgelöscht habe. Q wäre der Hotbutton gewesen. Jetzt zurück hier hin. So. Helios, das wäre natürlich jetzt schon ziemlich, ziemlich geil. So, du, hier. Was tust du? Hostile forces detected. Aufhören. Stopp. Hostile forces detected. Wo? Hier? Wahrscheinlich hier. Build more units. Ah, zu viele Planeten. Ja, ist in Planung. Continuous build enabled. So. Ich brauche ein Radar. Das Jig ist auch gleich fertig, oder? Nice. Dann bauen wir doch mal eine Fabrik hier hin. So. Wie am Schnürchen.
Nehmen wir den. Den Satelliten, nicht den Radar. Das wollte ich nur betont haben. Metal is low. Ja, das stimmt allerdings leider. Hier konnte ich T2 haben, oder? Hier sind doch wahrscheinlich immer noch irgendwelche Metallpunkte nicht besetzt. Die schnappe ich mir mal eben. Und hoffe, dass ich die T2-Tech da nicht weggeschmissen habe. Nein. Das wäre auch richtig kacke gewesen jetzt. Schicken wir sie doch schon mal alle an den Teleporter. Hervorragend. Ah, Schmiergesand. Was ist das? Hupala. Enemy commander detected. Und ihr beide Wilde, baut mir ein Helios. Und dann bin ich eigentlich zufrieden. Steuerung 5 ist mein Teleporter. Schicke nachher den Helios drüber. Kleben Teleporter dran, alles gut. Ich wollte noch auf T2 upgraden, mein Metall. Können wir machen. Eine Unit Cannon wäre auch awesome. Aber man kann nicht alles haben. Unit Cannon. ja, jetzt ist ein bisschen spät dafür. Nuclear Missile Launcher, Ragnarok Catalyst, Heli V. Ich möchte einen Orbital Radar. Mein Nuke-Launcher ist auch geil, aber halt nicht ganz das gleiche. So, was ich eigentlich wollte. Obwohl das langsam nicht mehr Not tut. Kommt ja ein Jig nach dem nächsten hier hoch. Ich brauche mehr Build-Power. Ja, ich arbeite dran. Build more units, du Ficker. Mach doch selber. Mann, den ganzen Tag nur drängeln. Ich weiß nicht, ob der Titan hier notwendig gewesen wäre. Wahrscheinlich nicht. Aber ganz ehrlich, sind Titans überhaupt jemals notwendig?
Ich glaube nämlich fast nicht. Orbital type instruction complete. Der Helios ist fertig. Muss ich nur noch warten, bis er da ist. Teleporter angewählt. Hervorragend. Wie gut ist das denn? Direkt neben dem Commander. Oh, der Helios ist schon geil. Okay, continue war. Komm, tag, 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 tag. Oh. Das kann ich schon. Ach so, die sind billiger. Nee, dann nehme ich aber lieber das hier. Werden meine Arme geiler. Klingt auch ein bisschen strange, ehrlich gesagt. Also damit baue ich schneller und brauche weniger Energie. Das ist geil. Mal sehen. Hier gibt es jetzt nicht so viel Auswahl. Was ist das überhaupt? Irgendwas Geiles hier? Na, geht so. Start Annihilation. Och nö! Da wollte ich eigentlich. Ich bin nur hier, weil da oben so viel Metall rumlag. Ficker. Dann halt hier überall. Mann, 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 Mann. Ich glaube, mein Commander wird gar nicht schneller. Nur die Fabriken und die Fabricators, die da rausrollen. So. Könnt hier natürlich Catalysts bauen, bringt aber auch nichts. Also ziemlich genau nichts. Echt? Wo? Okay, da vorne. Cool. Oder so. Hm.
Dann schicken wir unsere Einheiten doch schon mal alle da hoch. Könnte da eigentlich ein bisschen Def ganz gut gebrauchen. Also, mit Def meine ich Artillerie. Also, es gibt eigentlich kaum Tage, an denen man Artillerie nicht gebrauchen könnte. Und ich habe meine Echo überstrapaziert. Warum landen die da? Was soll denn das? Aber die haben noch keine andere Def. Kann ich dem was kaputt schießen? Oh nein. Stand da plötzlich ein Panzer. Ich weiß noch, in Zeiten von alten Strategiespielen, so Command & Conquer zum Beispiel. Wenn man da einen Panzer hatte. Alter Schwede, ein Panzer. Wenn man jetzt einen Panzer hat, einen einzelnen Panzer. Die treffen aber verdammt gut. Okay. Das heißt, es ist gar nicht wert, ist halt auch ein bisschen albern. Gut. Warum auch nicht? Ha. Huh. Wie albern. System Capture. Noch ein Dude? Orbital Combat Tech. Efficiency Tech, das ist, glaube ich, eine gute Sache. So, jetzt springe ich dahin. Okay, das machen wir aber nicht mehr heute. Würde ich sagen. Dann bedanke ich mich sehr fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!